Scheinbar bin ich der Cheater hier in der Runde. Okay, gut. Ja, also wir haben, Leute, wir haben einen Cheater detected. Ich bin's. Tim. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum fünften Tag des Cheater-Experiments. Wir spielen auf Inferno und ich habe einen besonders lowen Trust, denn ich musste, um das Ganze hier filmen zu können, Untrusted anmachen, also dieses neue oder fast neue System von Valve aushebeln, um überhaupt aufnehmen zu können. Ich habe also nicht nur diesen brandneuen Account mit ohne Prime und so weiter und so fort, sondern habe eben auch nicht diese neue Unterstützung dieses tollen Systems. GLF schreibt er erst, ja wunderschön, fängt er optimal an. Ich habe HFF geschrieben. Hallo Team, IGB. Okay. Sehr schön, sehr schön. Hört sich vernünftig an. Eine A, eine B, so sollte es sein. Und der Rest? Hasenfresse. Wir haben einen Gegner, der nennt sich Hasenfresse. Wenn dann das clear. Hier ist keiner. Oh, das wird ein Hardcore-Ego scheinbar. Oh, Mitte, 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 Mitte. Oh, schnell. Leute, unser Russe schafft es nicht. Last one is pinned. Later. Also im Moment ist alles gut. Oh nein. Hört euch jetzt mal an, was die Dödel sprechen. Oh nein, ein Kind. Please, no, no child, come on. Jetzt passt mal auf, schon mal so eine kleine Prediction. Ich bin mir sicher, dass wenn jemand anfängt zu hacken noch, dass es das Kind ist. Hallo? Da rennt er davon, Alter. Ich kann bis jetzt auch nur schwer einschätzen, auf welchen Ranks wir uns wohl ungefähr befinden. Das ist jetzt mein fünftes Spiel. Die ersten vier sind alle gewonnen worden. Könnte möglicherweise Gold oder AK sein. So ungefähr. Oh nein. Ich habe hier Homunculi am Start. Hilfe. Hilfe, please. Das wird wohl ein kleiner B-Go. Bis jetzt übrigens noch nichts entdeckt an Hex oder ähnlichem. Also ich meine, die Kinder sind natürlich hier ordentlich am Predikten. Die riechen hier was. Aber ja, bis jetzt ist noch gar nichts. Ich denke, ich bin doch noch elo-mäßig so niedrig, dass, wenn man gekillt wird, alleine das ist schon Grund genug für den einen oder anderen zu sagen, oh, da hackt vielleicht einer, weil er mich gekillt hat. Ich habe jetzt Yellow mal direkt gemutet, weil es einfach unmöglich ist. Ah ja, sehr gut. Ich habe Behinderte. Der eine und der andere reportet alle. Da muss ich sagen, da waren die letzten Mitspieler schon ein bisschen angenehmer. Jetzt habe ich hier wieder so einen kleinen Rückfall auf richtige Dummdödel. Aber naja, da kannst du halt einfach nichts machen. Oh Mann, jetzt kommen sie alle her. Oh no. Okay, das wird auf keinen Fall ein Win. Das hier wird leider kein Win. Die Leute sind wirklich zu retarded irgendwie. Weißt du, dann holt er noch zwei Kills. Das ist doch nicht wahr. Tja. Jetzt geht sie A und alle sind B. Ich muss meine Vermutung von vorhin korrigieren. Wir sind hier wahrscheinlich nicht auf Gold, sondern schon eher Richtung Silber. Yep. Yep. Hop. Da ist einer oben drauf. Da ist er weg. Jetzt kommt er bestimmt. Oder auch nicht. Aimbot, sagen sie. Sie werfen mir Cheaten vor. Weil ich den einen auf Graveyard gekillt habe, ne? Oh, Purple, you're hacking! Purple! Scheinbar bin ich der Cheater hier in der Runde. Okay, gut. Ja, also wir haben, Leute, wir haben einen Cheater detected. Ich bin's. Das ist Wahnsinn. Ich habe gerade letztens mit einem Gespräch wieder gehabt über diese. Über das Cheater-Call, ne? Wo die Cheater sind, wie viele Cheater gesehen werden, wie viele wirklich da sind. Und wie extrem oft halt einfach legit Leute als Cheater bezeichnet werden. Pass auf, jetzt schimpfen sie gleich wieder. You're fucking hacking, Purple! Er lacht. He's just such a hacker, you know? Oh Mann! Das passt dann wieder wie die Faust aufs Auge, oder? Auf die gesamte Counter-Strike-Community. Du triffst was? Good hacking. Dude, did you not know? This is hacks. Okay, gut. Zwei gehen auf B, dann gehe ich jetzt halt auf A. Mhm. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Leute, das stimmt mich gerade irgendwie fröhlich. Minus Account, Bro. Ey, wenn die Pisser mich jetzt reporten, dann breche ich aber. Weißt du, mein brandneuen Account, noch schlechterer Trust. Vielen Dank. Er schmeißt sich selbst den Nade auf den Kopf. Hm? Uff, uff, uff. Leute, Leute, Leute. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich komme gerade nicht davon weg. Es ist einfach zu roffelig. Tag 5, wieder neues Ergebnis. Ich bin der Cheater. Hey, du hast ja schon wieder gehackt. Purple, hör doch mal bitte auf jetzt, Mann. Es ist so offensichtlich, Purple, was du machst. Es ist so offensichtlich, Peng. Aber jetzt mal im Ernst, wir sind hier jetzt in der 10. Runde angekommen. Es ist bis jetzt noch nicht spürbar,
Auch keine großartigen Lackshots oder sonstiges. Es ist wirklich komplett chillig. Ich habe jetzt auch nicht den Verdacht, dass bei uns jemand hackt und ich ihn irgendwie angucken müsste. Genauer, die kacken alle ganz normal rein. Die Gegner sowieso, also da spürt man überhaupt nichts, kaum Gegenwehr. Also ich meine, die holen schon ihre Runden und machen auch mal einen schönen Schuss, ne? Klar, aber jetzt halt nichts Fatales, ne? Halt Standard-Kills. Da wird doch jetzt nicht auf A gehen, der Lurch. Kein Plan, wo die sind. Und der sagt auch nichts, der Hund. The Hound. Ja, hier ist doch überhaupt keiner, Mann. Sag doch was. Also eins ist sicher, wenn die Jungs weiter so reintriggern und die Gegner irgendeinen Scheiß schreiben, dann machen die irgendwann an. Die ärgern die ganze Zeit. Machen einfach irgendwelche schweinemäßigen Timeouts und kichern. Und Yellow ist rejoined. Wenn der jetzt angemacht hat, ey, das ist übrigens das Kind. Oh, wenn der jetzt anmacht, Leute, dann habe ich wirklich richtig gelegen. Also, wie gesagt, bei ihm könnte ich mir das am ehesten vorstellen, dass der anmacht. Kinder sind immer so ein bisschen, ne? Ja, das ist das Kind. Do you have rage? Do you have rage? Oh, ich wusste es, das Kind hat Leck. Yellow, was hat der so noch im Kasten? Ah, So sehen Sieger aus, ne? Dann spielen wir das einfach mal sauber runter und gucken, was so geht. So. Also wie gesagt, es könnte sein, dass dieser Untrusted-Modus jetzt halt mein Spielerlebnis extrem verfälscht. Eigentlich, möglicherweise, hätte ich jetzt hier gar keine Hacker, aber da ich eben Untrusted spielen muss, weil ich sonst nicht aufnehmen kann und nicht streamen kann, ist jetzt halt ein bisschen dumm. Damit kickt man halt seinen Trust-Faktor nochmal richtig runter. Also es wird jetzt sicher eine Weile dauern, bis der wieder auf einem gewissen Level ist, dass man sagen kann, okay, hier kann man überhaupt mitspielen. Wir haben gestern im Livestream ja wieder im Lowgame gespielt und da haben die Mates gesagt, ich hätte einen Red Trust. Da musste ich ja auch eben dieses Untrusted anmachen. Tja, das war jetzt eher weniger prickelnd, aber immerhin gab es jetzt wieder ein Ergebnis, das wir noch gar nicht hatten. Und zwar war ich der Cheater. Da sieht man wieder, wie die Auffassung der Leute ist. Also wie sie spüren oder erkennen, ob jemand hackt. Und zwar können sie es überhaupt nicht. Sobald jemand irgendwas macht, heißt es sofort, er hackt. Und das Schlimmste ist, dass diese beliebige Beleidigung hier einfügen, Leute einfach dann selbst wirklich anmachen. Richtig, also die spielen gegen einen guten Legit-Spieler und glauben, der hackt und machen dann Hacks an deswegen. Das ist halt Wahnsinn. Es macht doch einfach keinen Sinn, dann dagegen zu hacken, ne? Man verbessert das Problem nicht, der Hacker. Naja, was soll's, ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde jetzt hier mal wieder Giveaways mit reinkloppen in die Videos und werde dann mit so einem Programm aus euren Kommentaren einfach jemanden ziehen. Wenn ihr einen Skin haben wollt, dann schreibt einfach in euren Kommentaren mit dazu, was ihr eben von diesem Gegenhacken haltet. Also seht ihr das genauso? Sagt ihr, hey, ja, das ist genauso widerlich? Oder sagt ihr, naja, wenn jemand gegenhackt, dann ist es ja so ein bisschen, also dann ist er ja gar nicht so schlimm, also schon noch kacke, aber nicht so, weil er nur dagegen und den Hacker irgendwie, was weiß ich, ihm seine eigene Medizin geben möchte oder sonst was. Oder sagt ihr, nee, hacken ist einfach Dreck. Egal, weswegen man es macht, man darf einfach nicht hacken. Wenn du gefragt wirst, hast du einen Hack, damit du gegen den reinkacken kannst, dann ist die einzige Antwort, die ein normaler Mensch geben sollte, nein. Ich hacke nicht. What the fuck? Knüppelt's in die Kommentare rein und dann werde ich mit, ich habe mir das irgendwo abgelegt, wie heißt denn das? Ihr habt mir das auf Discord geschrieben, beziehungsweise einer hat mir das auf Discord geschrieben. Comment Picker nennt sich das. Dann sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.